Und dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Best of steht an. Und zwar von einem ganz, ganz besonderen Pick. Denn diesen Pick gab es noch nicht. Und den Pick könnt ihr gefühlt kostenlos machen durch die Shapeshifter täglichen Anmelde-Challenges. Da musstet ihr ein bisschen was machen. Und wer jeden Tag was gemacht hat, hat heute die Möglichkeit, einen Player-Pick zu bekommen. Und zwar einen 85-Plus-Player-Pick. 1 aus 4. Was unfassbar insane ist, was wir so noch nie gesehen haben. Und ich habe gestern Abend nicht gestreamt, sondern ich sitze jetzt gerade 22.30 Uhr endlich wieder mal in meinem Zimmer. Denn die 40 Grad hier im Zimmer, ich glaube, ich hätte es sonst nicht ausgehalten. Deswegen habe ich den Jungs gesagt, bitte schickt mir eure Clips, also eure Videos dazu. Dazu habe ich aber auch noch dazu gesagt, ja, es ist auch wichtig, egal wie gut sie sind. Also egal ob schlecht, egal ob mega gut, schickt mir bitte alles. Ich möchte natürlich die Statistik nicht verfälschen. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich persönlich erstmal riesig freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement da lässt. Und nicht zu vergessen, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr jede einzelne Challenge gemacht? Habt ihr das 85er Plus Pick? Durft ihr den schon abschließen? Und habt ihr Bock bei mir, das Shapeshifter Pack zu ziehen? Das geht ja am Dienstag dann. Könnt ihr ja dann ab 19 Uhr machen. Das werden wir gemeinsam machen. Deswegen Abfahrt ist angesagt. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Ich gehe mal auf die Konsole und wir gucken uns mal die ein oder anderen guten Clips oder auch vielleicht schlechten Clips an. Let's go. Okay, starten wir in die ganze Zeit rein. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt werden. Deswegen lassen wir uns da überraschen. Fuchs ist der Erste. Hier der 85 Plus Pick. Wir gehen mal rein. Wie gesagt, die Dinger sind halt kostenlos gewesen. Ihr seht, was man abgeben muss. Einfach mal 3 Goldkarten. Der Rest kann mit Silberkarten aufgefüllt werden. Also viel ist es wirklich nicht. Und das jeden Tag. Und dann kriegt ihr hier diese wunderschöne Tagesanmeldebelohnung. Und das ist dieser 1 von 4 85 Plus Player Pick. Der extrem geil werden kann. Das Shapeshifters Team, man muss ja ehrlich sagen, es sieht absolut insane aus. Wir gucken uns das Ganze an und starten direkt mit 4 85ern rein. Das ist gut so, dass ich es gesagt habe. Schickt mir wirklich alles, egal wie gut, egal wie schlecht, aber das war bodenlos. Nummer 2 kommt von SK Krabra. Wir gehen mal rein mit dem nächsten Pick und hoffen natürlich, dass er hier wenigstens den ersten Shapeshifter zieht. Ich finde es cool, dass wir mittlerweile es auch hinbekommen, dass auch die Videoclips mittlerweile nicht nur übelste Kracher sind. Wir hoffen, dass das genauso weitergeht. Also ich hoffe natürlich, dass jeder von euch einen Shapeshifter zieht, aber die Statistik möchte ich halt nicht verfälschen. Und der Player-Pick mit dem Haaland ist natürlich auch definitiv, ja, 88er ist cool, nehmen wir mit. Aber man muss ja eins sagen, definitiv, man wünscht sich natürlich, was das angeht, eine kleine Special-Karte. Ja, und da gehören einfach die Shapeshifters dazu. Und die haben wir natürlich hier in diesem Pick leider Gottes nicht gesehen. Computer 843 Edler geht direkt mal rein mit dem dritten Pick, den wir haben. Den muss der Mann nämlich natürlich noch abholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr einen verpasst, weil ich habe zum Beispiel eine Tagesanmeldung verpasst. Ich kriege das Shapeshifters Pack leider Gottes auf keinem einzigen Account. Und er skippt das Ganze und wir sehen den allerersten Shapeshifter. Und zwar ist das der gute alte Sanchez, der leider Gottes gerade aktuell noch Futter ist. Denn er liegt gerade bei einem Preis von, ich kann es euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist er nicht wirklich teuer. Aber Shapeshifter ist da. Special Card, Event Karte, nimmst du mit. Abfall ist angesagt, rein da. Lari ist am Start, Lari hat den nächsten Pick für uns vorbereitet. Übrigens dann tschüss, kostet insgesamt 52.000 Münzen. Ja, also das ist halt der Futterpreis von 93er Special Karten, beziehungsweise allgemein von 93er Karten. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, auf dem Sonnen, in Aubameyang, selbst NASA. Wir haben ja so kranke Karten mit dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade, was das angeht, die Preise finde ich absolut geisteskrank. Vor allem, was ist das bitte? Castells. Walkout ist schön und gut, aber du willst natürlich hier mehr haben. Aber ein Davis kostet einfach gerade bei 360k. Das ist Wahnsinn. Zwecklos Sonntag kommt mit dem nächsten Pick für uns an. Und wir wollen natürlich beim 5. endlich den zweiten Shapeshifter sehen. Einen, der vielleicht auch ein bisschen mehr wert ist. Und das ist der Fall. Ich glaube, der Mann hat eine R3-Pack gemacht. Und das ist der gute alte Spinazzola, der übrigens durch die Chiellini-SBC auf 310k gestiegen ist. Und ich habe den ja auch an Trade gezogen. Und der ist extrem, extrem geil. Wir machen weiter mit meinem Moderator Pilz, der ja auch gerne mal die Picks für uns gerade auf der RTG macht. Und da gucken wir mal, was der junge Mann herzieht. Ich hoffe auf was Gutes. 85, komm Pilz, ich will was sehen. Ja, mein Moderator gönne ich natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Und, ui, Robertson, ist der, ach, da hat der Mini-Release kam ja. Aber 94er Robertson ist absolut geil. Dickes GG da, ein Pilz raus. Der nächste Shapeshifter, der mit am Start ist, back to back jetzt. Robertson sieht richtig, richtig gut aus. Holy moly, das ist,
Was? Also wir haben ja Grealish und Everton noch mit dabei, aber Robertson auch sehr, sehr big. Übrigens, nicht wundern, Chassel ist der Nächste. Wenn ich einen Pick nicht mit reinsteile, liegt es einfach daran, dass das Video noch verarbeitet wird. Das passiert ja öfters mal. Es ist wieder Castells auf der 4. Das ist ja wie Kimmich auf der 3 bei den 94-Plus-Player-Picks gewesen. Ne? Ja, es gibt manche Videos, die halt noch länger verarbeiten. Die kann ich jetzt, wenn ich das Video gerade eben aufnehme, leider Gottes nicht mit reinnehmen. Aber Justin, das geht deutlich besser. Denich ist unser nächster Mann. Wir wollen den nächsten Shapeshifter sehen und wollen natürlich hoffen, dass es vielleicht sogar heute noch einen Kracher gibt. Unter anderem vielleicht sogar wirklich mit einem Hazard, Son oder auch Messi. Aber auch hier wird es ein 89er Casemiro, aber ich glaube, mit dem kannst du trotz alledem zufrieden sein. Ihr seht es gerade hier, René hat nämlich zum Beispiel ein Video geschickt und leider Gottes wird das noch verarbeitet. Deswegen kann ich es leider nicht nutzen. Ne? Deswegen hoffen wir, dass wir so viel wie möglich von euch dran nehmen werden. Ne? Die ganzen Videos, die wir jetzt nicht anschauen, können wir noch im Stream nachholen. Wir starten weiter rein mit dem nächsten Pick. Come on, yeah, gönne. Cristiano Ronaldo, süh. GG, mein Lieber. 91er Ronaldo, klar, er ist noch absolutes SBC-Futter. Aber ein Ronaldo einfach so mal auf einem Account zu ziehen, in einem Jahr, FIFA muss das schon irgendwie sein. Und wenn du den noch nicht hattest, umso besser. GG. Wir machen weiter mit Hui, weil Hui ist ja jemand, mit dem ich ja wirklich durchgängig immer auf Discord rumhänge. Auch er hat seinen Pick mir geschickt. Oh Gott, Hui hat bei uns jetzt letztens im Totsbäcker, der glaube ich, Ben Yedder gezogen. Also das war, oder im Totspick, das war halt wirklich absolut insane. Deswegen, vielleicht ist das Packlack auch bei ihm jetzt gerade extrem zurück. Deswegen gönne ich dir natürlich, wie jeden einzelnen von euch, hier die krankesten Karten aller Zeiten. Es wird geschüttelt, es wird gerührt. Ja, es ist halt 88er Ramos. Shapeshifter ist leider nicht mit dabei. Aber drei Walkouts. Wir denken positiv, Hui. Kneebreaker ist mit am Start und auch er hat den nächsten 85-Plus-Pick für uns zur Verfügung gestellt. Deswegen schon mal ein dickes, dickes Dankeschön an jeden Einzelnen, der hier was sendet. Wir haben 4 Walkouts zwar am Start, aber besser ist halt nur ein Sancho mit 87er Rating. Auch das geht deutlich, deutlich besser. Übrigens, ganz kurz, ein Bild. Bolasi hat das hier reingeschickt. Er hat uns keinen Videoclip geschickt. 89er Donnarumma. Ja, okay, ist in Ordnung. Man muss halt einfach sagen, dass diese Picks durch die SBCs, die ja wirklich nicht teuer sind, gefühlt kostenlos abgeschlossen werden. Und da nimmt man natürlich alles, was higher rated ist, immer mit. Ich denke, so ab 88 kannst du trotz alledem zufrieden sein. Es ist geschenkt, den nimmt man mit. Klar will man natürlich so eine Shapeshifter-Karte ziehen, gerade bei dem Team, was wir jetzt schon haben, bei Team Nummer 1. Und auch das sieht nicht gut aus. Also insgesamt muss man wirklich sagen, so geisteskrank sind die jetzt nicht. Also Shapeshifter sehen wir jetzt nicht bei jedem Pick, was sehr schade ist, weil ich würde es halt jedem von euch gönnen. Wir machen weiter mit Giorgio Armani. Der gute Mann hat natürlich auch den Pick für uns und da hoffen wir jetzt endlich mal wieder auf eine richtig coole Karte. Komm schon, yay. Gönn einfach jetzt was richtig, richtig Schönes. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Selbst wenn es ein Atal ist. Ein Atal kostet 400k, ein Davis wären 360k. Auch das wäre völlig in Ordnung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du ziehst. Er skippt rein und zieht den neuen Robertson. Auch den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Pilz hatte den ja schon. Sehr, sehr stark. Dickes GG. Ich weiß gar nicht, was der Preis aktuell ist, weil der liegt nämlich überhaupt nicht beim Team mit drin. Aber Robertson, ich würde persönlich sagen, das sieht nicht schlecht aus. 252k. Let's go. Der gute alte Wein 10, Wein 8 kommt mit dem nächsten Clip für uns an den Start. Werden wir back-to-back was sehen. Andrew Robertson haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Wo ist denn der Rest? Komm schon. Bernardo Silva, 86er Rating. Nicht, nicht gut. Darüber brauchen wir nicht reden. Das Schöne ist halt, man sieht halt immer wieder Namen wie Marius, die halt öfters auch bei uns in den Streams ziehen. Deswegen, ich kann mich wirklich an jeden Einzelnen dann nur richten und sagen, danke, 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 dass ihr das Ganze macht. Denn es war wirklich so warm. Ich schwitze jetzt schon wieder, obwohl ich gerade mal 11 Minuten oder 12 Minuten aufnehme. Deswegen geht ein dickes Dankeschön raus. Es war einfach wirklich zu warm und ich hoffe, ihr habt wirklich den Sonntag genießen können. Denn das Wetter war sensationell. Nächster Pick. Wieder nur ein 86er Laporte als Bester. Da muss mehr werden. Also EA hätte da schon gerne mal ein bisschen was aufdrehen können von der Leitung. Ah, der gute alte Zenit ist leider Gottes nicht da. Er schreibt nur pur. Ich würde es gerne wissen, was du gezogen hast. Das tut mir leid. Nico ist dann als nächstes dran. Nixo, komm mal, wir gehen rein. Es tut mir wirklich leid, dass die ganzen Videos dann verarbeitet werden. Ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, an was das liegt. Am Internet, an Sony selber oder ich bin selber überfragt, was das Ganze angeht. Nächster Pick, komm schon. Oh, da ist der 95er Grealish. Let's go, das ist ein ultra guter Pull. 500k kostet der gute Mann. Der hatte ja schon mal eine Karte, diese linke Mittelfeldkarte von Food Birthday. Absolut stark gewesen. Und der sieht natürlich nochmal viel, viel kranker aus. Dickes GG, 95er Grealish. Nehmen wir mit. SGMU Esports, mein Lieber. Vielen, vielen Dank auch an dich, dass du dein Video eingeschickt hast. Come on.
wollen wir jetzt nach Grealish, nach Robertson, endlich mal einen richtigen Kracher sehen. Den 1-Million-Spieler, der fehlt uns noch. Komm schon. Es wird nur ein Lukaku. Ich habe gesagt, bei 88 kannst du zufrieden sein. Das lassen wir auch so stehen. Aber ich will Shapeshifter. Ich will ganz viele sehen. Ego Chris 25, der Namensvetter von mir. Ja, ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg. Und auch hier wird es leider Gottes nur der Beste in Sergio Busquets oder in Castells. Castells diesmal nicht auf der 4, sondern auf der 2. Aber Busquets ist natürlich das bessere Futter allein von Liga und Nation. Aber das war Müll, bodenlos, abhaken, weitermachen. Weitermachen wir mit dem Video von dem guten alten Sander. Das geht ganz, ganz schnell. Es wird geöffnet. Es wird Harry Kane mit einem 90er Rating. Auch das geht in Ordnung. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Kostenpunkt hier. Leider nur 32.000 Münzen. Geschenkt bekommen. Danke, EA. Kuss geht raus. Fabian ist der Nächste, der uns unser Video weiter füllt mit 85 plus Player Picks. Komm schon. Sehen wir den nächsten Shapeshifter? Leider nicht, aber ein unfassbar geiler Rating Pick. 88 und 289er Spieler. Vom Rating her sehr, sehr gut. Von den Special Karten sehr, sehr mies. Schmattis, mein Lieber, es tut mir leid, aber auch dein Video wird verarbeitet, damit du da schon mal Bescheid wisst. Also ich versuche es euch immer zu zeigen. Schmattis ist auch einer, der immer bei uns zieht. Deswegen guck mal jetzt mal, was der gute alte F10SF1994 von uns will und uns bringt an Karten. Komm schon. Oh, ist ein gutes Stichwort. Aubameyang ist am Start. Dickes GG, das gucken wir uns natürlich gleich direkt nochmal an. 300k kostet diese Karte nur und ich frage mich immer noch, wie kann so eine Karte mit 4 schnellen Skills und 5 Sternen Weak Foot 300k kosten? Ich verstehe es nicht. Trotz alledem, dickes GG an dich. Auch Palkia, eine absolute Legende, immer wieder in den Streams am Start, immer wieder am Einladen und am Ziehen. Ich bin gespannt, mein Lieber, auch dir wünsche ich natürlich nur das Beste. Come on, gehen wir rein in den Pick. Hat noch ein bisschen gebraucht für die SBC, man sieht es, aber ich denke, es sollte jetzt funktionieren. Perfekt, so sieht es nämlich aus. Deswegen gehen wir da auch direkt mal rein, komm schon. Tagesanmeldung Nummer 5. Ich ärgere mich übrigens super sehr, dass ich einen Tag verpasst habe. Aber Palki, dir gönne ich doch den Shapeshifter und auch hier sehen wir leider nur den Ruben Diaz. Keine Special Karte, schade Marmelade. Ragen knack, mein Lieber, es tut mir jetzt schon mal leid, dass dein Video verarbeitet wird, aber du hast auf jeden Fall aus den 1 von 3 Goldspielen 84 plus den guten Teil gezogen. Da hoffe ich natürlich, dass dein 85er Pick umso geiler wird, tragend. Liebe geht raus, aber wir müssen weitermachen mit Ian Franke. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze nachvollziehen, dass ich halt jetzt nicht nochmal bis 1 Uhr, 2 Uhr warte, dann nochmal eine Session aufnehme. Weil so warm es ist, möchte ich so schnell wie möglich schlafen und einschlafen können. Ob uns das Ganze gelingt, ist natürlich nochmal die andere Sache. Nächster Pick, nächster Shapeshifter, sein Tschüss ist dabei. Der günstigste, ich glaube, es wurde wieder ein gutes altes R3-Pack. Da kannst du zufrieden sein. 53k kostet ja die Karte. Absoluter Futterpreis. Übrigens auch sehr interessant, vielleicht für eine UV-Liste. Auch an dich, Apian, YouTube. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus fürs Video senden. Aber auch dein Video bearbeitet leider sich noch oder verarbeitet noch. Deswegen kann ich es mir leider nicht angucken. Kannst mir gerne, wenn du das Video siehst, deine Sache reinschreiben, was du gezogen hast. Nächster Pick. Leider Gottes nur Dybala, 87er Rating, können wir nicht zufrieden sein, das ist klar. Okay, wir gehen rein mit dem guten alten Nice Summer, der hat für uns nicht nur den 85er Plus Pick, sondern sogar noch einen Icon Moments Pack, also Pick. Also ich glaube, den können wir auch mitnehmen, ich glaube, das sagt ihr dazu auch nicht nein. Deswegen gehen wir da mal in die ganze Sache rein und gucken, was er zieht. Ihr könnt mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren, weil, komm, ja, Nedved würde ich sogar fühlen. Ich finde Nedved, auch wenn er nicht teuer ist, eigentlich eine ganz coole Karte und lässt sich sehr gut spielen. Okocha, ist halt eher eine Fangkarte. Zambrotta wahrscheinlich einer, den du halt länger spielen kannst, weil ZOM gibt es ja auch viele Möglichkeiten, ne? Aber ja, es ist definitiv mehr, darüber braucht man nicht reden, ne? Aber was ich wissen möchte, dadurch, dass ja auch so viele SBCs gekommen sind, von den ganzen Tots-Packs-SBCs, von den ganzen Player-Packs, auch Icon-Packs, von den End-of-an-Era-Karten, ne? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was habt ihr denn eigentlich so auf ganz entspannt, bei euch im Verein noch rumliegen an Coins. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich würde ganz gerne noch gucken, wo ist der 85er Pick? Den haben wir nämlich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob er den sogar gesendet hat. Ich glaube, das kam ein bisschen zu spät. Ich glaube, das kam zu spät, wenn mich nicht gerade täuscht. Wir müssten mal zurückgehen und gucken. Doch, da ist er doch. Ach, ich trottel. Ja, gut, perfekt. Der Icon Moments Pick war auf jeden Fall da. Wir gucken uns jetzt den Pick natürlich nochmal an. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hier haben wir 244k auf der Uhr zum Beispiel. Das ist ja nicht wirklich zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir wissen, es geht ja noch 3 Monate. Ist ja nicht super, super viel. Beschäftigt ihr euch damit noch? Geht ihr noch ein bisschen aufs Trading ein oder nicht? Hier ist Cechny, unser bester Mann.
Das ist, ja, perfekt gewesen für die Icon SBC. Den konntest du wahrscheinlich direkt abgeben. Top hoch. Es wird immer wärmer. Ich bin am Überlegen, hier einfach mal jetzt den Ventilator einzuschalten. Wenn es ein bisschen lauter wird, tut's mir leid, aber das ist ein absolutes Muss gerade eben. Wir gehen weiter mit dem nächsten Pick. Und das sieht gut aus vom Rating her mit Kane. Das ist schon ganz geil. Aber, ja, weiß ich nicht. Shapeshifter sind gerade Mangelware. Hus geht da nämlich raus an Russia. Und jetzt machen wir weiter mit Kevin Baumgartl. Auch an dich, mein Lieber, einen wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank, dass du es bei mir ziehst. Auch einer, der immer gefühlt dabei ist. Und immer wieder, wenn er es kann und wenn er die Zeit hat, seine Picks bei mir öffnet. Oder Packs. Und da ziehen wir den 91er Oblak. Ja, ist wie Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auch komplett auf Futterpreis. Ich glaube, der kostet nicht sonderlich viel. Ich gehe davon aus, dass wir hier ungefähr bei 40k sind. So sieht es nämlich auch aus. Ja, ist ein gutes Rating, zumindest für die Icon SBC. Pat Vluve, es tut mir ganz sehr leid, auch dein Video wird gerade noch verarbeitet, deswegen gehen wir zu Rubinho weiter. Es tut mir leid. Schreib auch du, wenn du das Video siehst, gerne rein, was du gezogen hast. Liebe geht da raus. Wir machen weiter mit dem nächsten Pick. Und das wird 89er Van Dijk wert, ne? Und auch das, also so viele Shapeshifter sind eigentlich gar nicht gekommen, wie ich es geglaubt hätte. Deswegen geht da, EA ist zwar schön und gut, aber dreht die Leitung auf, das ist wichtig. Und auch Schmattis ist mal wieder mit am Start. Schmattis ist auch gefühlt immer mit dabei. Liebe geht an euch raus. Vielen, vielen Dank, ich kann mich nur wiederholen. Es ist absolut nicht selbstverständlich, mir diese Videos zukommen zu lassen. Come on, Schmattis hat eigentlich auch immer ganz gutes Packluck. Ja, BVB-Spieler ist eh immer Packluck, aber Haaland, da geht deutlich mehr. Paul, mein Lieber, wir gehen rein. Abfahrt ist angesagt mit dem nächsten Pick. 1,95 Millionen sind hier auf der Uhr. Also da ist doch mal ein bisschen mehr los als bei den 250k, die wir gerade eben gesehen haben. Aber es ist sehr gut zu wissen oder sehr stark zu sehen, dass ihr EA... Oh, Suarez, Real Talk. Oh, die Shapeshifter kommen nicht so oft. Ne? Da hätte ich mir echt mehr erhofft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt halt wirklich, dass EA gerade EA... Wirklich, man merkt es einfach in den letzten zwei Wochen, die Coins aus euren Vereinen gesaugt hat. Das ist der Wahnsinn. Nächster Pick. Oh, und da ist der 96er Davis. Den wollten wir noch einmal sehen. Jetzt haben wir ihn. 360k, dickes GG, auch eine absolute Wunschkarte, die ich sehr gerne haben möchte. LED Phantom, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen Start in die Woche, mein Lieber. Kuss geht raus. Wir sind, glaube ich, fast am Ende angekommen. Nickelodeon, auch an ihn. Liebe geht raus. Auch er öffnet eigentlich gefühlt immer bei uns irgendwelche Sachen und schickt uns ganz, ganz viele Sachen. Deswegen, Abfahrt ist angesagt, aber ich weiß nicht. Ich bin mal echt gespannt, wie das nächstes oder die nächsten Monate weitergeht, wie viel Coins wir noch machen können durch Trading und vor allen Dingen, wie viel Coins uns EA noch nimmt durch verschiedenste Gambler-SBCs. Ich denke, es wird nämlich auch Zeit. De Bruyne ist völlig in Ordnung. Ich glaube, es wird nämlich langsam auch wieder Zeit für ein bisschen Wundertüten-Action und. Wieder die SBCs, wo man hier diese SBC-Spieler in Picks haben kann und. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da auf uns noch zukommt. FF, mein Lieber, rein da, in das Nächste. Ich hoffe, es ist auch schön, dass ihr vielleicht ihr es schätzt, dass ich dann sage, hey, ich will wenigstens versuchen, jeden Einzelnen auch nochmal namentlich zu erwähnen. Einfach durch ein dickes Dankeschön. Im Stream ist es immer ein bisschen schwieriger, das dann auch so zusammenzuschneiden, weil wir da einfach viel, viel mehr quatschen und ich zwischen den Picks ja auch noch Fragen beantworte. Hier wird es ja hintereinander weggezogen. Deswegen machen wir weiter. Oha, wir ziehen zwei Shapeshifter in einem Team. Mukiele und Hector Bellerin. Mukiele liegt übrigens bei 70k gerade mal. Und Bellerin liegt gerade bei 42.057 Münzen. Ne? Also vom Wert her, safe Mukiele. Vielleicht nimmt er aber nur Hector Bellerin. Kommt drauf an, aber beide sehen schon saftig-knaftig aus. Ne? Gerade kommt halt drauf an, auf wen du Bock hast. Er wählt Mukiele. Kann ich nachvollziehen. Ist halt auch einfach teurer. Weiter machen wir mit Michelson. Auch er natürlich hat es eingeschickt. Den Pick. Lukaku noch als Duplikat. Und drinnen ist hoffentlich nicht noch ein Lukaku. Sehr gut. Es ist der nächste Shapeshifter. Binazola ist am Start. Sehr, sehr nice. Auch dickes GG an dich. Spielt sich überragend. Gerade als offensiver sowie defensiver Achter. Sehr, sehr nice. Habe ich auch in der BL gespielt. Die letzten drei stehen an. Es sind nochmal zwei Videoclips und ein Bild. Die gucken wir uns natürlich gemeinsam an und schauen mal, ob wir jetzt zum Abschluss nochmal was Cooles ziehen. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt waren. Das werdet ihr dann im Titel merken. Aber Robertson ist nochmal am Start. Den sehen wir jetzt schon zum dritten Mal. Also die Karten, die jetzt gerade neu in die Packs durch den Mini-Release gekommen sind, sind auf jeden Fall öfters gesehen worden. Ne? Robertson jetzt dreimal. Wir hatten einmal Creedig. Everton fehlt halt noch. Aber Robertson, sehr, sehr cool. Dickes GG. Gehen wir kurz auf Juli rein. Der hat nämlich noch den Pick gemacht übers Handy. Und da ist Atal rausgekommen. GG an dich, Juli. Sehr, sehr nice. Freut mich für dich. Und Almighty Hawkeye sieht oder hat das letzte Bild am Start für uns. Also nochmal ein Sanchüs. Man muss aber insgesamt sagen,
trotz alledem, es sind halt wirklich durch die täglichen Anmelde-SBCs hier Sachen rausgekommen oder du kannst sie halt abschließen, die echt nice sind, die es so noch nie gab und wo man sagt, man kann ein Stück weit gratis die ganzen Sachen mitnehmen und das ist halt echt cool von EA und dafür sind halt schon einige Shapeshifters rausgekommen. Man kann nicht erwarten, dass in jedem Pick einfach irgendwas Krankes kommt. Das ist natürlich immer noch Glückssache. Das sage ich euch aber auch immer wieder. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir einige coole Sachen gesehen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr draus gezogen? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der schon ein, zwei Tagesanmeldungen verpasst hat und sagt sich jetzt, ja, die letzten zwei Tage ziehe ich nochmal durch, um vielleicht den nochmal abzuschließen und den dann früher oder später beim Team 2 oder so zu öffnen. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Dankeschön für die ganzen Einsendungen. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Kuss auf eure Nuss. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.